Demokraten müssen in Berlin besonders viele Stimmen holen, wenn sie es in den Bundestag schaffen wollen. Hier haben sie ihre Stärke. Nirgends hat die Partei bei Wahlen so gut abgeschnitten wie zuletzt bei der Abgeordnetenhauswahl. Auch die Berliner Piraten küren seit heute ihre Kandidaten zur Wahl. Bei denen allerdings war das deutlich schwieriger als bei den Linken. "209 Piraten, 46 Kandidaten und ein Problem. Seit Monaten streitet die Partei über ihren Bundesvorstand. Wie soll so der Start in den Bundestagswahlkampf klappen?" "Es ist natürlich schade, wenn in einem Jahr, wo eine Bundestagswahl ist, solche Personalquerelen dann das Gesamtbild der Partei überschatten. Denn in den Landesparlamenten, wo wir sind, arbeiten wir und machen meiner Meinung nach auch eine gute Arbeit." "Ja, das wurmt schon ziemlich. Nur auf der anderen Seite sehe ich es halt auch so ein bisschen so ähnlich wie der Kollege Ponader, der sagt, okay, lass uns diese Personalfrage bitte jetzt klären und möglichst zügig dann echt mit den Inhalten in den Wahlkampf gehen." Apropos Ponader, vor allem ihm hatten viele den andauernden Personalstreit zur Last gelegt. Auch Fraktionschef Lauer in einer SMS, die Ponader veröffentlichte. Lauer darin: "Lieber Johannes, wenn du bis morgen 12 Uhr nicht zurückgetreten bist, knallt es ganz gewaltig." Antwort Ponader: "Damit habe ich kein Problem. Ich übergebe gerne an jemanden, der das besser macht." Und nun? "Spielt eigentlich für die Kandidatenauswahl in Berlin keine große Rolle, was der Bundesvorstand für Streitigkeiten gerade austrägt." Die Harmonie reicht bis ins soziale Netzwerk Twitter. "Wünsche allen Bewerbern alles Gute und viel Glück", schreibt Jan Hemme, bevor er sich selbst auf der Bühne vorstellt. Große Chancen werden vor allem den Piratinnen eingeräumt. Viele hier wollen deutlich mehr Frauen an der Spitze. Feedback auf die Reden wird sofort getwittert. "Eine meiner Lieblingskandidatinnen", heißt es da mit Foto. Oder "schwache Rede ohne Konkretes" bei einer anderen Bewerberin. Mit maximal 4 Listenplätzen rechnen die Berliner, sollten die Piraten überhaupt in den Bundestag einziehen und sich nicht selbst ein Bein stellen. "Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gucke immer noch auf die 5% plus X." "Zwischen 2 und 20% ist meiner Meinung nach alles drin. Realistischerweise würde ich sagen, dass wir 10% schaffen können." "Das ist aber auch nicht das einzige Ziel, was die Piratenpartei hat, jetzt unbedingt in den Bundestag einzuziehen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, die Piratenpartei ist ein langfristiges Projekt. Und da spielt es erstmal nicht so eine große Rolle, ob wir jetzt in dem einen oder anderen Parlament sind." Noch läuft die Vorstellungsrunde der Kandidaten. Morgen wollen die Piraten dann ihre Landesliste wählen und weiter an einem erfolgreichen Wahlkampf stricken.